Ja, willkommen alle zusammen zu unserem heutigen Video. Ich bin Lisa und ich habe die wunderbare Jenny Schönmann mit mir, mit der ich heute darüber reden werde, wie wir unsere Yoga-Praxis und auch unsere täglichen Routinen ein bisschen an unseren Zyklus anpassen können und warum das vielleicht eine gute Idee ist. Jenny, möchtest du dich vielleicht selber vorstellen? Ja, gerne. Und vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name, komme ich direkt zu. Ich lebe seit 10 Jahren nicht mehr in Deutschland und manchmal hakt es ein bisschen mit dem Deutsch. Genau, ich heiße Jenny und ich wohne im Moment in Den Haag mit meinem Mann und meinen 2 Kindern. Ich bin Yogalehrerin seit einigen Jahren und Soul-Based Coach und habe ein Buch geschrieben, ein Buchjournal über den Magical Morning. Und ich gebe auch Kurse und ja, Cycle Awareness, Menstruation ist ja ein großer Teil von meiner Arbeit. Und ganz, ganz gerne bringe ich mehr Ease in jedermanns Leben. Ja, Leichtigkeit, großes Thema, das ich auch vermisse da draußen manchmal. Und wovon ich glaube, dass wir alle da uns eine Scheibe von abschneiden können und da mehr in unser Leben holen dürfen. Mhm. Ja, vielen Dank. Bevor wir jetzt richtig einsteigen, würde ich einen kurzen Abriss geben, wie so dieser Zyklus mit seinen 4 Hauptphasen aufgebaut ist. Ich möchte noch dazu sagen, also der Menstruationszyklus, das gilt für alle die auf natürliche Weise den Zyklus haben, also nicht, wenn man Verhütungsmittel durch Hormone oder so nimmt. Für alle die das tun oder für Schwangere oder für stillende Frauen oder für alle, die nicht mehr oder aus welchen Gründen auch immer nicht bluten, für die ist der Mondzyklus gedacht. Also die können sich dann immer darauf verlassen, weil der Mond und der Menstruationszyklus einfach parallel und im Prinzip also simultan ersetzbar sind. Ja. Beginnen tut das Ganze bei der Menstruation oder dem Dunkelmond, also dann, wenn der Mond gar nicht zu sehen ist. Und zu dieser Zeit sind wir oft eher nach innen gekehrt, haben vielleicht nicht so viel Energie und ja, genau, wollen vielleicht reflektieren, lassen nochmal durchgehen, was so im letzten Monat passiert ist. Dann geht es in diese aufsteigende Phase vom zunehmenden Mond oder die follikulare Phase in unserem Zyklus. Und da ist es wirklich so ein bisschen wie im Frühling, da fängt alles wieder an zu sprießen und zu blühen und man hat wieder ein bisschen mehr Energie und man freut sich wieder darauf rauszugehen und hat vielleicht auch tolle neue Ideen. Und dann kommt das Ganze in die Ovulationsphase oder Vollmondphase und dann ist wirklich so, alles geht auf und man ist aktiv, man möchte sich mit Leuten verabreden, man hat Energie, Sachen durchzuziehen und in Bewegung zu setzen. Und dann geht es wieder runter in der abnehmenden Mondphase oder in der lutealen Phase, wo wir langsam anfangen, Sachen abzuschließen, vielleicht auch Sachen loszulassen, die uns nicht mehr gut tun oder auch zu reflektieren, einfach was uns dieser Zyklus gebracht hat. Und ich möchte noch dazu sagen, dass dieses, das ist jetzt nur sozusagen, also kein Muss, dass bei jedem Menschen dieser Zyklus genau so ist. Der kann bei jedem ganz anders sein. Da darfst du auf dich hören und beobachten, wie dein Zyklus für dich ist. Das ist einfach so dieses Generelle, um das mal gehört zu haben und wie man sich diese 4 Phasen am besten vorstellen kann. Aber danach gilt es halt, dass du das implementierst für dich, angepasst an deinen eigenen Zyklus. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Liebe Jenny, ich weiß, dass wir beide Fan dieses Themas sind, Menstruationszyklus, Awareness und so. Und ich weiß, dass du auch ein großer Fan oder auch glaubst, dass es wichtig ist, dass wir auch unsere Yoga-Praxis oder unsere täglichen Routinen daran anpassen dürfen. Würdest du gerne ein bisschen darüber erzählen, warum du das wichtig findest?
Ja, gerne. Und ich finde, du hast es auch echt schon genau richtig gesagt, dass wenn es jetzt nicht alles übereinstimmt mit dem Vollmond und mit dem Neumond und der Ovulation, das ist völlig in Ordnung. Da ist nichts falsch oder du bist nicht falsch oder du musst irgendwas an dir herausfinden, sondern das darf alles auch sein. Es darf auch sein, wenn du keine Periode hast, weil du einfach einen anderen Weg gewählt hast. Wenn wir unsere Periode haben und wir diese verschiedenen Phasen auch respektieren und die Teil unseres Lebens werden lassen, dann passiert das ganz natürlich, dass wir so ein bisschen diese Schnelligkeit aus unserem Leben rausnehmen. Das ist eine ganz gute Erinnerung, dass das Leben nicht so funktionieren kann. Das kann es vielleicht für eine Zeit lang, aber früher oder später werden wir das merken und viele merken das auch schon. Das ist wirklich so ein Gefühl von, ich bin ausgebrannt, ich kann nicht mehr, ich renne nur und ich renne nur hinterher. Und deswegen finde ich diesen Zyklus, diese natürliche Rausnehmen der Schnelligkeit so wichtig, weil wir dann wieder mehr in diesen Phasen leben. Mal können wir mehr und dann können wir weniger. Und deswegen finde ich das unglaublich wichtig, dass wir das alle wieder ein bisschen mehr in unser Leben bringen, ob wir nun unsere Periode haben oder auch nicht. Wir alle haben diese Zyklen in unserem Leben, in unserer Woche, in unserem Tag, in unserem Monat. Und das wieder zurückzubringen, ist so wichtig, um wieder alles aufzuladen, unseren Körper auf einer ganz physischen Ebene, aber auch auf einer emotionalen und auf einer mentalen Ebene, dass gar keine Krankheiten erst entstehen können. Ja, danke. Was ich immer noch gerne sage, ich bin so ein bisschen aktivistisch eingestellt. Und die größte Revolution, die wir, glaube ich, heutzutage in dieser Welt machen können, ist, auf unseren eigenen Körper zu hören. Hört sich jetzt erstmal vielleicht verrückt an, aber wir sind es so gewohnt, nicht mehr mit unserem eigenen Körper in Kontakt zu sein. Oftmals leben wir irgendwie von hier ab, was wir noch alles tun müssen, aber wir hören nicht rein, habe ich die Energie dafür, wie geht es mir heute, wofür ist vielleicht ein guter Tag, wofür nicht. Und da einfach wieder hinzukommen erstmal und zu erlauben, dass unser Körper eine Weisheit besitzt, die wir nutzen können, um leichter und glücklicher durch unseren Tag zu gehen, das ist schon eine Revolution in sich. Absolut. Und ich finde es großartig, wie du das sagst. Das ist eine Revolution. Und ich finde auch, du hast absolut recht. Wir operieren wirklich ganz viel hier oben, weil wir das auch einfach irgendwann so angenommen haben. So muss das jetzt sein. Man muss jetzt von Montags bis Freitags durchackern, durcharbeiten, machen, geben, ob man arbeitet, ob man Kinder hat, was auch immer man macht. Das ist ja ein ständiges Tun, ein ständiges Geben. Und diese Weisheit wieder zu erlangen, wann ist es denn auch mal Zeit, um zu nehmen, dass ich mir ganz natürlich wieder Dinge nehmen kann oder Dinge zu mir kommen können, auf einer ganz, ganz simplen Ebene, wie einfach mal sich einen Nachmittag auszuruhen und hinzulegen, um einfach mal die Gedanken schweifen zu lassen. Und was ich auf Deutsch, ich wüsste gar nicht, wie man das auf Englisch übersetzt, was ich total liebe, ist, die Seele baumeln lassen. Und was ich auch großartig finde, vielleicht kennst du das auch oder kennt ihr das auch, wenn man mal Fernsehen guckt und dann kommt sowas, also ich kenne das, als ich noch Kind war und man guckt was und dann sitzt man da so und richtig ist so voll in dem ganzen Ding drin. Und gut, wir müssen es jetzt nicht vom Fernseher machen, aber wann sitzen wir dann einfach mal so und lassen mal alles so... Und das ist das, warum das so wichtig ist und warum so ein Zyklus so ein guter Eingang, Zugang dazu sein kann und vielleicht auch ganz plump eine gute Entschuldigung. Du, ich habe meine Tage, ich lasse es mal langsamer angehen. Und dann wird es immer Menschen geben, die sagen, naja, aber sorry, das ist jetzt ja nicht möglich, weil du hast ja einen 9-to-5-Job, also du bist bitte da. Aber das ist auch ein guter Moment zu fragen, wie lange kann ich das denn durchhalten und ist es mir das wirklich wert? Und wer sagt denn, dass es da nicht einen anderen Weg gibt? Ne, es gibt ja wirklich auch schon Länder, ich glaube mehr die skandinavischen Länder, die 2- oder 3-Tageswoche haben und die haben auch herausgefunden, dass man dann viel produktiver und viel fokussierter ist. Also ganz oft nehmen wir so gegebene Sachen als Wahrheit an. Und ich finde, der Zyklus ist wirklich so eine Zeit zu sagen, nö, meine ich mit.
ich mache das jetzt mal anders. Ich achte jetzt mal mehr auf mich selbst. Und wie du gesagt hast, mal raus aus diesem und mal so in den Körper rein. Ja. Und das ist nicht einfach nur, jetzt fühlen wir uns mal so und jetzt machen wir das mal so, sondern das ist, es ist notwendig. Wir müssen doch gesund bleiben. Und wie können wir das, wenn wir nicht auf uns achten? Und Rest, wie sagen wir es auf Deutsch? Rest, Zeit, Ruhe, Auszeit. Ruhe, Auszeit nehmen, das ist essentiell, das ist wichtig. Total. Und ich sag mal, da sind wir ja schon auch bei Ruhe und Auszeit. Das ist ja, passt ja wunderbar mit der Menstruationsphase oder eben der Dunkelmondphase, wo es eben die Zeit ist, wo wir uns normalerweise, natürlicherweise zurückziehen, Energielevel vielleicht nicht so hoch ist. Und hast du da irgendwelche Tipps oder Vorstellungen, wie man da vielleicht sein Leben oder seine tägliche Praxis dran ausrichten kann? Mhm. Absolut. Also in der Zeit finde ich es ganz, ganz toll, wenn man seinen Tag langsam beginnt, wenn man vielleicht mal auf die Yogamatte geht und einfach nur mal atmet oder einfach nur mal sitzt und vielleicht auch mal nichts tut. Und vielleicht ein bisschen journalt, mal guckt und sich so Fragen stellt wie, was macht mich glücklich, was bringt mir Energie, was kann ich noch vertiefen. Aber auch so ein bisschen gucken, wie war denn so der letzte Zyklus? Wo habe ich mich vielleicht übernommen? Aus einem wirklich auch guten Grund, aber was ist denn möglich? Wo kann ich denn so ein bisschen mehr runterfahren? Ich finde es ganz toll, gerade in der Zeit auch so wirklich entspanntes Yoga zu machen, vielleicht so ein bisschen mehr Yin-Yoga oder so Gentle-Yoga, länger in so Positionen bleiben, vielleicht so schöne lange Stretches machen, dass sich auch der Bauchraum richtig schön öffnen kann, aber dann auch wieder so die Knie zur Brust bringen oder Child's Pose, Kind's Pose, so wirklich so dieses Spiel von Öffnen und Schließen, vor allem wenn man so ein bisschen Krämpfe hat, kann das echt super sein. Da finde ich, darf man auch echt mal Wärmflaschen machen abends oder bei der Yoga-Praxis und die mal auf den Bauch legen oder auf den Rücken. Schöne warme Tees, eine schöne warme Suppe, vielleicht auch vorkochen und was ich ganz wichtig finde, auch mal die Tür zumachen und sagen, ich bin jetzt mal 2, 3, 4, 5, 6 Stunden. Ja, hier in dem Raum und oder ich gehe mal spazieren und wirklich, ja, vielleicht tatsächlich die Seele baumeln lassen, weil der Körper ackert ganz schön auch in der Zeit, ne? Da passiert auch ganz viel und das ist ja auch diese Blutung, die geht ja auch nach unten und raus und so, finde ich, dürfen wir uns auch verhalten. Alles darf nach unten und raus, die ganze Verspannung, alles, was wir so über den Zyklus aufgebaut haben, das darf jetzt einfach mal so rausgehen. Was auch ganz toll ist, ist in der Phase mit so Gefühlen und Emotionen auch mal so zu sitzen, das auch mal so ein bisschen auszuhalten, ne? Weil es ist wirklich so ein Ort, wo alles so in so einer mütterlichen Liebe gehalten werden darf. Und dann muss man das gar nicht irgendwie fixen oder irgendwelche Entscheidungen groß treffen oder wissen, wie es weitergeht, sondern einfach mal so mit allem sein, was so ist. So ganz neutral. Oh ja, die Neutralität. Nicht direkt sagen, oh, das will ich jetzt nicht oder das ist doof oder so, sondern okay, aber es ist jetzt da. Mhm. Und es darf jetzt mal für einen Moment da sein und das fließt dann so durch und dann ist es manchmal nach kurzer Zeit schon alles wieder weg, mhm, wo man sich sonst verkrampft hätte und es wäre einfach irgendwie geblieben. Mhm. Das kenne ich auch. Und was ich noch sagen möchte, weil ich ganz oft dann höre von Bekannten oder so, ja, aber ich kann ja jetzt nicht, nur weil ich meine Tage habe, mal irgendwie 3 Tage gar nichts machen. Ich habe ja auch einen Job und da haben wir ja auch Meetings und so weiter. Das sagen wir hier auch definitiv nicht. Du sollst dich jetzt mal 3 Tage in die Klausur bewegen, sondern guck einfach, wo du vielleicht deinem Körper ein kleines Signal senden kannst. So, es ist jetzt Menstruation und du darfst es jetzt ein bisschen langsamer angehen. Also keine Ahnung, vielleicht das Meeting dann nicht leiten, sondern eine Kollegin fragen, ob sie das bitte leiten kann, weil du halt heute deine Tage hast oder so. Oder mal essen kommen lassen oder vorkochen, einfach
um deinem Körper zu signalisieren, es ist jetzt eine kleine Auszeit, in welcher Form auch immer die für dich möglich ist. Mhm. Und das finde ich total wichtig, dass du das sagst. Also es ist nichts falsch, wenn man jetzt nicht von heute auf morgen sagen kann, so, ich habe jetzt meine Periode und ich bin jetzt mal 5 Tage raus. Das funktioniert in den seltensten Fällen. Es ist aber interessant, in dieser Phase auch mal sich selbst zu beobachten, was fällt mir denn so schwer zu sagen, ich bin jetzt mal einen halben Tag oder einen Tag raus. Ganz oft kommen da vielleicht irgendwelche Ängste hoch oder wie du gesagt hast, mal die Kollegin fragen, ob die ein Meeting machen kann. Das ist doch oft möglich, dass jemand anderes ein paar Arbeiten von uns übernimmt und sei es nur das Kochen oder sei es einfach mal das Kochen für die Kinder ausfallen zu lassen und die dürfen sich mal selber ein Brot machen. Aber warum hadern wir so oft damit? Das ist wirklich ganz interessant, das festzustellen. Und was ich auch finde, und ich glaube, da bist du voll bei mir, auch wirklich mal das alles zu hinterfragen. Ist es denn wirklich so? Müssen wir denn wirklich so viel tun, tun, tun? Oder können wir jetzt nicht mal anfangen zu sagen, nee Leute, wisst ihr was, da rennen wir einfach nicht mehr mit. Wir müssen unser Leben umstellen, weil wir beide arbeiten ja in dem Bereich auch und sehen auch viele Frauen, die einfach ausgebrannt sind. Und ich will mich da auch gar nicht ausschließen, dass man da nicht oft an der eigenen Ecke rumkratzt, wo das möglich ist. Deswegen, also wir müssen schon was ändern. Und warum machen wir das nicht, was so offensichtlich ist, wo unser Körper mit all seiner Kraft schreit, Ruhe, 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 schrei es am besten selber noch raus und lass alle wissen, so, jetzt ist mal Zeit für mich. Und das Gute ist, so oft, vielleicht möchten wir dann auch so ein bisschen in diese Self-Care-Schiene gehen und so oft ist dann, oh, Self-Care, selfish, ich kümmere mich nur um mich selbst. Nee, mal so gar nicht. Also es ist wirklich Zeit, damit du wieder deine Energien sammelst, damit, wenn es wieder Zeit ist, du rausgehen kannst und dann bist du ja wieder voll dabei zu geben und dich zu kümmern. Aber dann kannst du es wirklich von einem Ort in dir, der sich wirklich gut anfühlt. Und das ist meistens ein Ort, wo man nicht so schnell ausbrennt. Ja. Und da gehst du ja auch schon jetzt direkt eigentlich, können wir überleiten in die nächste Phase, ne? Diese, die follikulare Phase, die aufsteigende, abzunehmende Mondphase. Wie würdest du da die Yoga-Praxis oder generell deinen Tag anpassen? Ja, also ich finde, und wie du das sagst, ist so ein Übergang. Ich finde, wir dürfen auch diese Übergänge wirklich wahrnehmen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, wir machen jetzt mal so 5 Tage gar nichts, sondern das steigert sich ja dann. Ne? Wir fühlen uns natürlich auch besser und die Periode wird weniger. Und dann darf man so einen schönen Übergang haben und sich in der Yoga-Praxis auch echt mehr bewegen und so einen Gentle Flow machen und wieder Sun Salutations und öffnen und vorwärts beugen und in alle Richtungen drehen, um auch so ein bisschen rauszufinden, ja, wie fühlt sich mein Körper denn jetzt an und in welche Richtung geht denn dieser Zyklus in dieser Zeit? Und auch für mich Yoga und Journaling gehört so zusammen, auch zu gucken, wie möchte ich mich denn fühlen heute, wie möchte ich mich denn fühlen in diesem nächsten Zyklus und das auch ein bisschen so, ja, mehr aufschreiben, aber alles immer noch so sanft, ne? Also wir finde auch, man darf das auch wie Child's Pose, Kindspose ist so ein Zurückziehen und dann wirklich wie so ein kleines Kind langsam sich wieder öffnen für die Welt. Und das bedarf auch so ein bisschen Zeit und man darf da auch sensibler sein. Was nicht heißt, dass man nicht zur Arbeit geht oder sich kümmert oder sonst, aber man darf immer noch was tun und sich dann wieder Zeit für sich nehmen und zu reflektieren. So ein bisschen wie so ein kleiner Neuanfang. Ja, definitiv eine Phase, mit der ich selber auch kämpfe, so 2 Tage Pause gönnen, geht ja noch, aber dann auch bitte sofort voll wieder da sein und das Leben und die Ideen rausbringen und so weiter. Da werde ich mal noch hingucken, dass ich da beim nächsten Mal vielleicht einen sanfteren Übergang mir erlaube. Mhm. Ja, cool. Vielen Dank. Und dann geht das ja direkt in diese Ovulations- oder Vollmondphase, wo wir wirklich auch aufblühen, wo wir, also in der Regel nicht jeder hat das genau so zu der Zeit, aber ne, wie gesagt, dieser Standardzyklus ist eben so, Ovulation, Vollmond, viel Energie, du gehst gerne raus, du magst dich verabreden,
du möchtest Sachen umsetzen, ausprobieren. Was würdest du uns da empfehlen? Also ich finde und ich das Feedback, was ich kriege von vielen Frauen, ist, dass man sich dann aktiver fühlt, aber auch körperlich. Und das Aktive möchte dann auch irgendwie umgesetzt werden. Dann kann man auch gerne ja, so ein Power-Yoga machen, wenn das seinem Typ entspricht. Wenn man so ein ganz warmer, heißer Typ ist, so ein Pitta-Typ, dann ist so Hot-Yoga und sowas vielleicht nicht so gut. Aber ansonsten kann man das auch gerne machen. Man fühlt sich wahrscheinlich auch irgendwie mehr so nach so einer Öffnung, nach Herzöffnern, Rückbeugen. Viele Twists kann man machen zu der Zeit. Oder Inversions, Upside Down. Ja, genau. Umkehrhaltung. Umkehrhaltung. Oder vielleicht, wenn man jetzt Lust hat, irgendwie den Handstand mit in die Yoga-Praxis reinzubringen, vielleicht ist das genau die richtige Zeit. Was ich halt auch so oft mitkriege, ist, dass man sich dann auch wirklich mehr so fühlt, ich möchte jetzt nach draußen gehen und manche mögen dann auch mehr roten Lippenstift tragen, weil das ganz natürlicher ist. Man möchte gesehen werden, das ist in uns drin. Ne? Man bereitet sich so ein bisschen vor für das Receiving. Was aber auch sein kann, ist, dass geht so viel ab im Körper und man fühlt sich vielleicht so aktiv, dass man manchmal ein bisschen zu viel macht. Ne? Da muss man auch so ein bisschen drauf achten, ne? Dass man nicht so eine Mega-Yoga-Practice macht und dann der ganze Tag ist so eine einzige Explosion, sondern dass man auch sich da wieder so ein bisschen Zeit nimmt, um mal zu reflektieren, ne? Auch so zu gucken, wo will ich hin, wie kann ich das verfolgen, wie kann ich da am Ball bleiben, aber auch eine gute Zeit, um so sein Standing irgendwie klar zu machen, ne? So hier bin ich, das möchte ich gerne und da bin ich auch hinterher. Also es ist schon eine ganz gute Zeit für sowas. Während der Menstruation, na, solche, ich sage jetzt mal, Interviews oder für mich selber, wenn ich plane ganz selten Coaching-Sessions, wenn ich weiß, dann habe ich meine Periode, dann lasse ich das lieber, weil das würde wahrscheinlich uns beiden nicht ganz so viel bringen. Aber solche Termine sind dann großartig, zu so einer Zeit halt wahrzunehmen. Und auch da nochmal, ne? Also ich persönlich bin zum Beispiel gar nicht, ich habe während dieser Ovulationsphase eher, dass es mir nicht so gut geht, dass ich emotional so ein bisschen unausgeglichen bin und das ist gar nicht so meine produktive Phase. Und wenn das für dich auch nicht deine mega, ich komme jetzt raus, hier bin ich Phase ist, dann ist das auch okay. Das wieder einfach gucken, wo ist für dich diese Phase, wo du dich so richtig öffnest und rauskommst und das einfach mal beobachten, wie das aussieht. Ja, und genau, meine Phase ist dann eher so diese, die jetzt kommt, die abnehmende Mondphase oder die luteale Phase im Zyklus, da wo es eigentlich eher so darum geht, langsam Sachen vielleicht auch abzuschließen, zu reflektieren und so weiter, da komme ich meistens voll in Fahrt und habe dann voll viel Energie und möchte Sachen machen und ja, Jenny, hast du da auch irgendwelche Tipps für uns oder Insights und welche Einsichten, wie wir uns da gut verhalten können. Also und wie du gerade sagst, das kann ich, fühle ich genauso. Also es ist wirklich so die Zeit, die so ein bisschen zu einem Ende kommt. So ein Zyklus ist ja auch so, habe ich mal gehört, eine Frau hat mal gesagt, so ein kleiner Tod. Und dann erst fand ich so, oh, aber ja, es ist so ein Ending. Ne? Und das kann auch mit so ein bisschen Trauer und ja, das muss auch nicht jedem so einfach fallen. Aber es ist zur gleichen Zeit auch, das hast du bestimmt auch, weil du ja auch so liebst, was du tust und was du in diese Welt bringst, dass du denkst, oh ja, da ist noch mehr, da ist noch mehr. Ich habe noch so viel zu geben und so viel zu tun und hier noch ein Coaching und da ein Interview und das muss alles raus, dass man dann so wirklich in seiner vollen Energie ist. Und das ist dann auch oft so ein Zeitpunkt, wo man so richtig in dem Flow ist, weil das was ist, wofür man brennt. Nichtsdestotrotz, auch das kommt langsam zu einem Ende und von daher würde ich weiterhin schöne Yoga-Praxisen machen, aber auch wirklich viel, so ein bisschen diese Yin- und Yang-Yoga, ne? So ein bisschen aktiv, aber dann auch Zeit nehmen, um alles runterzuschalten, lange Twists, langes Shavasana legen,
Journaling, reflektieren, wie war der Zyklus, was war besonders gut, was hat mir gut gefallen, was hat mich energetisiert, was hat mich maybe, was hat mir vielleicht so ein bisschen Energie geraubt, so wirklich auch so ein, ja, so ein Reflektieren von diesem ganzen Zyklus, um auch einfach daraus zu lernen, in so einer ganz sanften Weise. Und dann, genau, dann, ich habe so ein schönes Bild für mich, was, was mir diesen Zyklus immer, ja, so ganz schön, was mir diesen Zyklus so, was mir das so einfacher macht, auch dieses Tschüss sagen, so ein bisschen Tschüss zu der Welt. Das ist so, wie wenn man so über so eine Sommerwiese hüpft und dann so viele Leute und man winkt und hier und alles ist so glücklich. Und dann geht so langsam die Sonne unter und dann dreh ich mich so langsam um und wink allen noch und gehe so zurück in mein, wo auch immer ich dann mich ausruhe und mir diese Zeit nehme. Und das Schöne ist, dass die ganzen Leute, die winken mir. Und ich weiß halt, wenn ich wiederkomme, dann sind die alle noch da. Und die warten noch. Und es ist alles bereit. Und mir ist nichts verloren gegangen. Ich habe dazu gewonnen, weil ich mich erholt und ausgeruht fühle und kann dann so richtig in meiner vollen Power halt da wieder zurückkommen. Und ich finde, das ist wirklich, wenn wir den Zyklus respektieren und den so annehmen, wie er ist, wir haben oft das Gefühl, wir geben was ab oder wir verlieren was. Nein, wir gewinnen ganz viel dazu. Und das ist, glaube ich, was, was wir vor allem auch den jüngeren Kindern oder ich auch gerne meiner 12-jährigen Tochter unbedingt mitgeben möchte. Du darfst dich ausruhen, du darfst dir Zeit nehmen, weil damit gewinnst du nur und alle um dich herum auch. Ja, so. Ja, dieses Bild, das gibt mir richtig Gänsehaut. Das ist genau, genial. Dieses Bild ist so wichtig und du weißt ja auch als Service Coach, wir arbeiten ja auch viel mit Bildern, die von uns heraus hochkommen und das ist ein gutes Bild für mich, um mich immer dran zu erinnern. Jenny, ist alles gut, du darfst dir die Zeit nehmen und die Leute, die da sind, vielleicht nicht alle, aber viele, die sind danach immer noch da und das ist gut so. Ja. Vielleicht ist es auch okay, wenn die dann, die nicht mehr da sind, nicht mehr da. Absolut. Vielleicht drehen die gerade eine Runde. Ja, und oder dann ihre eigene. Wieder, genau. Oder die drehen die Runde und finden auf dem Weg jemand anderen. Und das ist auch gut. Genau. Voll toll. Oh ja, über innere Bilder können wir auch ewig reden. Absolut, absolut. Ja, cool. Mit all dem, was wir jetzt schon so gesagt haben und bevor wir das Ganze jetzt am Ende bringen, gibt es noch irgendwas, was du loswerden möchtest? Also ich finde halt das Thema super und ich finde es super, dass du das hier aufgreifst und dass du das so teilst und ich finde auch wirklich, ich habe da lange, lange mit gehadert. Für mich hat der Zyklus lange gar nicht existiert. Und ich kann nur sagen, seitdem ich da meine Leichtigkeit gefunden habe und mich darauf einlasse, habe ich so viel mehr dazu gewonnen. Und auch für alle, die hier zuhören und vielleicht Kinder haben, ich habe eine Tochter und noch einen kleineren Sohn, die sind auch echt Teil davon. Die wissen, wann ich meine Periode habe. Und mein Sohn, der ist 8 und der sagt auch, Mama hat ihre Periode, wir müssen uns kümmern. Oh, und das ist gut. Cool. Und dann hat man als Mama oft so die Tendenz zu sagen, ah nee, ist schon alles gut. Nö, das darfst du. Du darfst dich jetzt um mich kümmern. Also ich finde halt, das ist ganz, ganz, ganz unglaublich wichtiges Thema. Und ja, schön, dass du das hier hochbringst und dass du das teilst. Finde ich super. Hey, danke, dass du das gesagt hast. Ich finde das so cool bei dir, dass du das halt auch wirklich in deiner ganzen Familie lebst. Und das macht garantiert auch so vieles einfacher, leichter. Leichtigkeit. Also auch so einen familiären Ablauf könnte ich mir vorstellen, dass es da auch nochmal eine gewisse Leichtigkeit reinbringt. Ja, absolut. Und noch ganz kurz, und es ist jetzt auch nicht so, dass wenn man das hört, dass man dann vielleicht sagen kann, so Leute, ich habe jetzt meine Periode, ab jetzt machen wir das so, das ist auch so ein Prozess und das war bei mir auch ein Prozess und der Prozess ging auch mit Schuldgefühlen meinem Mann gegenüber, wie kann ich denn jetzt mal an mich einen Tag hier ausklinken?
Und das ist wirklich auch der Teil, wo es so interessant wird. Ne? Warum kann ich das eigentlich nicht? Was ist da? Was hält mich da zurück? Aber es ist wie alles ein Prozess und den darf man auch mit Leichtigkeit machen. Und manchmal klappt es gut und manchmal nicht so gut, aber immer wieder zurückkommen und immer wieder sich einladen, da zu gucken, was brauche ich wirklich? Und mit dem Hintergrund wissen, dass wir das nicht nur für uns selber tun. Ne? Also ich tue das ganz bestimmt ganz viel für meine Kinder und auch für meinen Mann und für meine Klienten und für die Welt da draußen, ne? Dass ich dann halt auch, wenn ich dann bereit bin, in meiner vollen Power halt da bin. Ja. Danke, voll super. Dann sag doch noch ganz kurz, wenn Leute sich über dich informieren oder mit dir arbeiten wollen, wo können sie dich finden? Ja, ich habe eine Webpage, die heißt soulflowglow.com und genau, ich bin Yogalehrerin, ich unterrichte online, ich unterrichte auf Englisch und ich habe eine ganz tolle Online-Studio-Library, die heißt Ease, mit ganz vielen Videos für Morning-Practices, Evening und das ist auch alles auf Englisch, so für alle, die sich da auch zu Hause fühlen, da willkommen. Und Coaching mache ich auf Englisch und auf Deutsch. Und wer da Lust hat, mit mir zu arbeiten, einfach mal auf die Webpage gehen oder auf Instagram. Und da teile ich ganz viel auch über meine Morning-Kurse. Und jede E-Mail, jedes Feedback ist herzlichst willkommen. Cool. Ja, und ich kann definitiv dafür testieren, dass diese Morning-Kurse, den habe ich nämlich bei der Jenny auch schon gemacht. Das war extrem cool. Ich habe super viel Inspiration dafür bekommen, wie ich auch im Zyklus und auch generell einfach meine Morgenroutine, meine Übungen, mein Journaling so ein bisschen anpassen kann an meine Bedürfnisse, die ich dann eben habe. Also echt toll. Bitte checkt es aus. Und ich werde natürlich auch die ganzen Links verlinken unter diesem Video. Und dann schön, liebe Jenny, dass du bei mir warst. Ich habe mich sehr, sehr gefreut. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Schön, hier zu sein. Dann habt noch einen schönen Tag und bis bald. Danke. Tschüss. Ciao.